Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans Version 2.02 nach wie vor. Und mit dabei ist wieder Kill Bill, der sich jetzt auch wieder selber steuert. Ja. Und jetzt hätte ich beinahe gesagt, dabei ist auch die Lise, aka Mary. Mhm, hallo. Und Kill Bill hat News. Genau, also die Lederweste haben wir jetzt in Japanisch gefunden und die heißt ja wirklich Spiked Leather, also quasi wirklich spitzes Leder. Und wie kann man ein spitzes Leder in Deutsch übersetzen? Wir sind der Meinung, was hat man gesagt? Ja. Stachelweste. Und wir haben gedacht Stachelweste. Weil eine Weste kann ja auch theoretisch aus Leder sein. Aber wenn ihr bessere Ideen oder so habt, könnt ihr sie gerne schreiben oder schreibt sie in die Kommentare. Genau, schreibt sie in die Kommentare. So, damit haben wir das Thema mit dieser Dornenleder-Geschichte auch abgeschlossen. Au, es tut weh. Du. Au, es tut weh. Meine Kerl. Als Navarro uns angriff, wurde dieses Kind verletzt. OMG. Es wurde gepiesackt. Von einer Stachelweste. Von einer Stachelweste. Genau, oder von einer. Nein, gefällt mir aber nicht ganz, ne? Sagst du, wie ist das? Miss Mary? Sag die wirklich? Ich bin nicht Miss Mary. Miss Mary? Was? Ihr seid es, Mary. Oh, ich freue mich so sehr, euch wohl aufzusehen. Elisa! Nicht so laut, sonst hören sie uns. Die anderen von uns, bitte begibt euch auf den Berg zum Blumengarten. Hey, wo bleibt... Was ist das da? War aber auch ein bisschen abgehakt, oder? Die anderen von uns, Glück, begebt euch zum Blumenberg. Hey, wo bleibt mein Schnaps? Eigentlich, glaube ich, ist der Text umgedreht. Besser, wenn er sagt, hey, begebt euch zum Blumenberg, die anderen von uns, Punkt, und dann, hey, wo bleibt mein Trink, verstehst du? Dieses Abgehackte. Ja. Es kommt besser rüber, wenn man den ersten Satz runtersetzt und den unteren Satz hochsetzt. Okay. Ja. Kommt sofort, mein Herr. Punkt. Ich gerne 3 Punkte. Auf zum Blumengarten. Ich wollte schon immer in den Blumengarten. Ich liebe Blumen. Die Blumengärte. Ist das hier der Blumengarten? Ist das der Garten der Blumen? The Garden Eden. The Garden Eden. Oh mein Gott. Kill him. Endlich neue Level. Ein Nadelvogel. Und Rächerengel. Racheengel. Ein Nadelvogel. Aber ihr wärt cooler so. Ja, okay. Wir lassen es mal bei Nahen. Nahen. Hoch? Nee. Nach oben geht's nach Rolande. Aber wenn wir jetzt unten abgucken, dann haben wir quasi so, gucken wir das andere Ende mal an. Ah ja, und da sehen wir nämlich, dass dieser Tortuga oder wie der heißt, diese Schildkröte, kann man hier noch stranden. Hm. Die wir noch nicht haben, auf dem Wald. Okay, so ein Strandplatz, also, gut. Und da hoch geht's nach Rolande, ganz oben. Da werden wir cool sind, schaffen wir das in genau dieser Aufnahme bis zum. Da hinzukommen. Und dann haben wir sogar einen super Cut. Weil das nämlich dann eine Sequenz. Wo eine Frequenz. Eine Sequenz. Eine Frikadelle. Eine Sequenz, wo es super zum Cutten geht. Und ich würde sagen, bis dahin spielen wir jetzt einfach. Genau, so machen wir. So. Dazu müssen wir natürlich einiges an Skill jetzt beweisen und die Gegner schön vermöbeln. Ja, das können wir da wohin, oder? Ja, ich denke doch. Der Berg ist nämlich. Oh, groß, hoch. Immer nach oben jetzt, ja. Sicher, dass da oben der Blumengarten ist? Ja. Okay. Also die Stelle kenne ich eigentlich auswendig. Wir müssen so oder so nach Roland. Weil die Stelle, ja, Roland ist da oben. Der Blumengarten ist auch da oben. Also ich weiß es ganz genau, weil ich die Stelle hier im Spiel öfters gespielt hatte, weil ich fand es cool. Nee, lass mal erst rechts gucken, da gab es dann Höhlen mit Kisten und so manchmal. Okay. Aber das ist dann immer nur ein Weg, wie ihr seht. Das ist dann nichts weiter. Aber manchmal hast du hier so einen kleinen Eingang und da ist da was drin. So, jetzt der Hawk dran. Ich bin so stark. Krieg ich vor die Augen. Hawk, aka Hawkeye. Hawkeye. Kibbel? Was? Gut, okay, du warst gerade schon wieder im Kriegmodus. Ja, ich hab gehört. Eigentlich heißt ja der Hawk, ja. Hawkeye. Auf Japanisch, Adlerjunge. Adlerauge.
Hawkeye. Ja. Hawkeye. Ist der Adler. Ja. No. Also eigentlich ist er also Adler. Eigentlich ist er sein Bruder im Geiste. Der hieß ja auch Adler. Wenn ich darüber... Ja, stimmt. Stimmt. Ja, gerne mal darüber gehen. Nee, dann lass mir nochmal hochgehen, wenn da oben dann noch eine andere Brücke kommt. Beziehungsweise ist da rechts jetzt Rolande, wenn ich mir das irre, und jetzt rechts, jetzt weiter oben rechts ist dann die Blumenfelder. Wo das theoretisch Partende ist dann. Ne? Wir machen das nicht genau so, dass wir da so dann Partende machen dürfen. Ach, okay. Ach, ich hab voll den Plan, Schweinchen. Alles cool, ne? No. Bonbon. Oh. Alles gut. Gilbert, bitte kommen. Das hat echt gut gepasst. Ist cool, Speichern. Total geil, du. Guck okay, mal. Gut. Hadoken, ich hab's aufgemacht. Tja. Das war voll die Höhle der Sackgasse. Ja. Vogelalarm. Vogel. Also Kilbel ist zumindest noch online. Ja, ja, ich bin da. Ah, er spricht doch. Wieso kämpfst du nicht? Du bist so passiv. Ihr seid so übelst krass unterwegs hier. So. Geht mal schnell, Alter. Du schaust zu, oder was? Nee, ihr wart auf einmal weg, so. Das voll, dann könnt ihr schon mal näher kommen. Ah, ja. Ihr habt mich voll ausgetrickst. Ja, wir sind einfach zu krass. Verlässt uns nur die ganze Arbeit. Oh, eine Harpie, das wäre toll. Eine Harpie. Oh, der voll vom Kopf bekommen, genau. Und hier oben. Die Höhle. Nee, da ist der Wind. Da ist der Windkorridor. Da kommen wir eh nicht weiter jetzt. Aber okay. Können wir mal reingucken, da werden wir nicht weit kommen. Ja, wenn wir da nicht weit kommen, sagen wir dann irgendwas so, oh, hier können wir nicht weiter. Nee, da kommt dann diese Statuen, die da blasen. Okay. Ja, wirst du sehen, kleinste, jetzt geh ich hoch. Ah, Entschuldigung. That's my fail. Ja, immer. Penny mein. Die Vögel haben jetzt andere Farbe. Es wird dunkel. Hadouken! Weil wenn wir das nämlich jetzt hier schon oben könnten, ne? Dann würde ich gleich weiter spielen können, aber das können wir nicht, dann wird es Lust gleich sehen. Da brauchen wir nämlich die ultimativen Fähigkeiten gleich. Unglaublich. Nämlich genau hier. Ja, okay. Im Windkorridor. Was? Die Statue blockiert den Weg. Ja. Weg, mach das mal Weg. Danke. Und die wird aber nicht Weg, weil wir dann ja weiter könnten in der Geschichte. Und das wollen die ja gar nicht. Wegen der Statue ist das jetzt der Windkorridor voll sinnlos. Nee, die müssen wir bewegen. Aber das können wir noch nicht, weil wir nicht die unendliche Kraft haben dazu. Die werden wir aber gleich bekommen. Dafür brauchen wir den Steinpeiser aus der unendlichen Geschichte. Na, so ähnlich. Okay. So, jetzt. Doch schon kommt gar nichts mehr. Ist was aufgefallen, Alter? Harpy. Jetzt kommt der Name. Harpy. Hat übelst lange gedauert. Wir kriegen doch Pokémon. Harpy. Na, wir kriegen doch wieder einen Mana-Geist, you know? Und der macht das dann für uns. Ach so, ja, okay, das macht natürlich Sinn. Weil der ist ultra. Oh ja, das war ein Headkick. Ja. Also, im Shooter wird es einen Headshot geben, aber das war eindeutig ein Headkick. Eigentlich tun wir jetzt voll rausspielen, ne? Ein Kunde hätte mal erst zur Rolande gehen können, ne? Ja. Eigentlich schon, ne? Aber na egal. Nee, der wollte ja nicht nach Rolande fahren, der Opa. Nein. Ja, wir hätten dem Kunde auch nach Rolande jetzt gehen können. Machen. Da unten rechts, verstehst du? Weil hier oben rechts geht's ja weiter. Ach, Stärke fertig aus. Aber egal. Speicherstatue und klein, oder? Doch nicht? Oh, ein Ritter. Er hat uns voll in den reingehauen, der Opa. Ja, und wie? Sieht richtig was ab. Sieg. Eigentlich müsste hier eine Safe-Statue gleich kommen. Na. Tja. Nee, kommt auch, also ich bin mir sicher. Aber. Also entweder haben wir jetzt hier oben das Blumendorf, also das Blumen oder Rolande. Das Blumendorf. Ah, das ist Rolande, da war da unten die Blumen, alles klar. Windpitch, gleich Rolande. Nice. Und da geht's jetzt leider nicht weiter. Also war es genau umgedreht, also da unten die Brücke. Und da geht es zu Blumen. Oh. Dann wenigstens wissen wir jetzt, dass wir im Windkorridor nicht weiterkommen und Rolande auch noch zu ist. Ja. Was sagt die Zeit? Ja, noch etwas über 5 Minuten. Ach so, perfekt. Dann kommen wir genau da unten rein, weil das ist ziemlich genau nach der Brücke. Genau. Bleiben muss man ein bisschen, ne? Nee, es geht. Schaffen wir locker. 5 Minuten halt genau hin von der Zeit. Dann können wir schön gemütlich die wegknallen, weil das genau nach der Brücke kommt.
Das wird jetzt wie hier, da kommt eine kleine Mini-Höhle und dann bist du schon da. Hä? Ich hatte doch gerade noch einen Super. Dann war mein Super auf einmal weg. Weg! Ja, weil ich wieder hier noch Perfekto gemacht habe. Perfekt. Und Lease heißt auf Japanisch vermieten. Ja, genau, so. So kommt nach Google übersetzt. Laut Google heißt du vermieten. Vermieten, ja. Ich kann dann vermieten, oder auch nicht. Nee, das heißt halt so. Also, Google sagt, dein Name heißt vermieten. Ah, Google sagt viel. Wenn der Tag lang ist, eine Turnfalle. Toll. Mein Grund für Google. Das geschieht ja recht. So. Turnfalle. Also wenn das gerade Dornen waren, dann will ich nicht wissen, wie die Dornen, wie das Dornenleder ist. Ja, das Dornenleder, ja. Genau. Jetzt wo man weiß, was man unter einem Dornenleder versteht, ist das natürlich doppelt krass. Ne? Ja. So, jetzt hier runter und dann jetzt rechts. So. Rechts um. Tada! Zombie. Der arme Zombie, ey. Man kriegt ja voll vom Kopf. Ich brauch vor der Rübe. Ich glaube, ich brauch gleich irgendwie was zu beißen. Vielleicht gibt's da eine Superstatue und. Nee, oh, kein Zufall. Leider nicht. Nein! Was? Warum nicht? Weil ich mich vorher heilen will. Ja. Ah, okay. Ja, aber eigentlich brauchst du gar nicht, weil ich schwör, Fleisch kommt, du brauchst gar nicht. Fleisch ja, mach kommt. Erstmal weg. Heil dich mal nicht, glaub mir. Das sind jetzt zwei Träume. Ja, dann speichern mal. Das sind zwei Räume und dann kommt eine Sequenz und dann bist du, glaube ich, sowieso voll aufgeladen. Ich also, behaupte nein. Wir tun jetzt einfach mal. Nein, jetzt kommt kein. Ja, Kopf. Genau, ich mach. Nein, wir haben gespeichert. Also, pass auf, wir machen jetzt mal Risiko, okay? Ich will wissen, wo wir sind. Bane Jack. Mann, was habt ihr mit diesen Bären da nicht voll überflüssig? Ja, das. Nein, jetzt wissen wir, dass wir auf dem Berg sind. Ja, das wussten wir ja vorhin nicht, ne? Guck, wie ich jetzt auf den Kopf fall. Mit dem Bane Jacku. Ich hab das noch nie. Mach das jetzt. So, und dann, ja. Da oben ist dann Ende des Ports. Wie viel Zeit haben wir? Jetzt haben wir noch. 3 Minuten. Ja, gut, dann geht gleich los jetzt hier. Diese Blumen. Hier riecht's. So, liebe Leute, das war's jetzt, in dem Gelände und ja. Was machen wir das im nächsten Part oder was? Ja, ja. Was? Wo sind wir jetzt? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Was sagst du? Tritt irgendjemand. Machen wir Cut jetzt. Ja. Haut hin. Machen wir einfach. Was jetzt hier abgeht, das bedarf nämlich deine Text und das. Ja, aber wir haben nicht gespeichert. Das ja, macht, das wissen doch die Zuschauer nicht. Ja. Nein. Wir sind 2 Meter und wenn wir das jetzt wieder dann anfangen würden, deswegen tun wir gleich hier jetzt Cut machen, dann haben wir das alles schön im Kasten. Klingt cool. Okay, alles klar, Jungs und Mädels. Macht's gut, wo es ja weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin und tschaußen. 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 Macht's gut.